Servus Leute, willkommen zum heutigen Autovlog. Heute mal ein ganz besonderer Autovlog. Heute soll es mal um ein Thema gehen, was ich gar nicht drauf habe, nämlich Disziplin. Ey Leute, ich sag's euch, das mit der Disziplin, das ist so eine taffe Sache. Ich bin bis heute der Disziplin noch nicht auf die Schliche gekommen, was denn eigentlich einen dazu bringt, eiserne Disziplin zu entwickeln. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich war in letzter Zeit echt eine relativ große Sissy. Ich hatte relativ wenig Disziplin, angefangen von jeden Tag zur selben Uhrzeit aufstehen, gesund essen, Sport machen, fleißig auf der Arbeit sein. Das ganze Thema, ihr kennt es. Und bei mir hat es einfach so einen negativen Lauf genommen, dass ich mir vor einiger Zeit dann gesagt habe, so, ich werde es versuchen, der Geschichte auf die Schliche zu kommen und die Ursache zu finden, wieso ich denn so wenig Disziplin aufweise, in Anführungszeichen. Oh, hier gelten 120, dann können wir auch 120 fahren. Ja, also ich finde persönlich, sich zu disziplinieren, zu Sachen, also Sachen zu machen, die man nicht gerade machen will, das ist wirklich ein sehr, 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 sehr tougher, wie soll ich das sagen, Auftrag. Ich finde persönlich, mir fällt es extrem schwer, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank bin, wenn ich müde bin oder sonst wie Disziplin aufzuweisen. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, bin ich doch einer, der aktuell in Stresssituationen eher einknickt, als durchzuziehen. Und ich finde, bei mir ist die Disziplinsache eine Sache von Gewohnheit. Denn was macht denn die Disziplin aus, wenn man ganz genau weiß, dass einem zum Beispiel nicht danach ist, Sport zu machen, kalt zu duschen, sich gesund zu ernähren oder so, wenn einen schon die Süßigkeiten anlachen, dann zu sagen, nein, ich möchte es nicht tun, das bedarf Disziplin. Und was ich gelernt habe, man wird immer und immer und immer wieder rückfällig zu seinen alten Verhaltensmustern und fängt dann halt an, Mist zu essen, sich nicht mehr zu bewegen und den ganzen Firlefanz. Leute, ich mache euch nichts vor, ich habe bis heute nicht die Disziplin, die ich erreichen will und ich arbeite tagtäglich dran und ich bin guter Dinge, dass ich eines Tages soweit sein werde, auch mal ein bisschen disziplinierter an den Alltag ranzugehen, weil ich persönlich, falls ihr das Video gesehen habt, finde Disziplin einen riesigen Baustein zum persönlichen Glück, denn wenn man nicht diszipliniert ist, dann kann man auch irgendwie sich nicht glücklich schätzen, finde ich persönlich. Ich persönlich, wenn ich morgens mir einen Wecker stelle um 5 Uhr morgens, er klingelt um 5 Uhr morgens, ich möchte eigentlich zur Arbeit gehen, verschlafe dann mit Absicht, sage dann, oh ja, habe keine Lust, dann drücke ich die Schlummertaste 5-mal, 10-mal, wie auch immer und dann gehe ich erst 2 Stunden später auf die Arbeit, dann komme ich später nach Hause, gerade in Feierabendverkehr, hink den ganzen Tag hinter dieser, da habe ich mich ein bisschen spät eingeordnet. Ah, wir kommen noch vor den. So, müssen wir hier raus. Wohin müssen wir? Richtung Karlsruhe, alles klar, dann fahren wir Richtung Karlsruhe. Ne, auf jeden Fall finde ich persönlich schwer, sich wieder aufzuraffen. Wenn es einmal schlecht lief, finde ich, ist es extrem schwierig, wieder die Motivation zu finden, es zum Laufen zu bekommen. Sprich, wenn ich den ganzen Tag fleißig arbeite, trainiere, gut esse und so, fällt es mir wirklich leicht, die Dinge zu tun. Ich finde, das Schwierigste an der Disziplingeschichte ist, Disziplin aufzuweisen, obwohl man den halben Tag schon undiszipliniert war. Ich finde, da die Grenze zu setzen, finde ich persönlich relativ schwierig. Und wenn ich eine Lösung gefunden habe, wie ich disziplinierter bin, dann damit mir immer wieder klar zu machen, dass ich selber nicht perfekt bin und auch nicht perfekt sein muss, es aber definitiv anstrebe, immer besser und besser zu werden. Ne? Und das ist genau der Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, reiß dich am Riemen, gib Gas im Leben, zieh durch, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als etwas bereut zu haben, nicht getan zu haben, sprich sich nicht extra bemüht zu haben, nicht extra die extra Stunden in Hobby investiert zu haben oder sonstiges. Das finde ich persönlich so schlimm und deswegen bin ich der Meinung, wenn ich persönlich keine Disziplin an den Tag lege, sondern nur Dinge mache, die mir gefallen, nur es, worauf ich Lust habe und, bin ich einfach ein unglücklicherer Mensch, unzufriedener, schlecht gelaunt und. Das ganze Thema drumherum, das weiß vermutlich jeder. Und ich finde, um das Video mal zusammenzufassen, für mich ist die Disziplin ein riesiger Teil zum persönlichen Glück. Also ohne Disziplin
kein Glück, meiner Meinung nach. Also zumindest empfinde ich so. Und mir hat es geholfen, zu verstehen, dass nicht jeder perfekt ist und dass es den Unterschied macht, auch wenn man schon einen halben Tag nicht diszipliniert war. Da, genau da macht es den Unterschied, ob man dann sagt, hey, yo, ich habe den halben Tag versaut, vermasselt, verschwendet an Zeit, jetzt werde ich produktiv, jetzt mache ich etwas, was mich voranbringt, was mich glücklich macht, pflege meine Beziehungen, pflege mein Hobby. Und genau das finde ich persönlich den Schlüssel zu mehr Disziplin und damit auch mehr Glück im Leben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ähnliche Ansichten habt zur Disziplin, schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.